Hinter den dunklen Mauern der Villa Albtraumpanschen, der böse Zauberrat und seine Hexentante, den furchterregend üblen Punsch der Pünsche mutig, versuchen Katz und Rabe zu retten die Welt. Doch der ist ein satanische Lügen, ja, Kuhlsche. Nur zwei Freunde stoppen die Magie. Von dem Satanaschu lügen, ja, Kuhlschen. Giftig riechen, Flüche triefen, weltverheerend. An einem stürmischen Silvesterabend saß Kater Maurizio Di Mauro gemütlich in seinem Häuschen vor dem warmen Ofen und trällerte fröhlich ein Liedchen. Jakob Krakel, der rüstige Rabe, kämpfte sich währenddessen tapfer durch den Schneesturm auf das kleine Häuschen zu. Plötzlich wurde er von einem kräftigen Windstoß erfasst und gegen die Hausmauer geschleudert. Maurizio eilte ihm zu Hilfe und brachte den halberfrorenen Jakob Krakel in die warme Stube. Nach einer Tasse heißer Schokolade ging es Jakob dann schon viel besser. Maurizio erinnerte das alles an ihre erste Begegnung. Es war vor genau 5 Jahren. Auch damals fegte ein schwerer Schneesturm durch den Park. Professor Belzebub Irrwitzer braute gerade einen Zaubertrank zusammen, den er Elixier Nummer 92 nannte. Er wollte es unter dem Namen Muntermanns Diät an alle Supermärkte der Stadt verkaufen. Wenn die Leute es tranken, würden sie fortan glauben, dass alles, was Irrwitzer herstellte, der Menschheit dienen würde. Belzebub Irrwitzer war schon völlig erschöpft vom vielen Hin- und Hergerühre. Er wollte sich ein wenig ausruhen und setzte sich in seinen Sessel. Wie aus dem Nichts tauchte in seinem Labor eine Gestalt auf. Irrwitzer erschrak furchtbar und glaubte seinen Augen nicht zu trauen. Nachdem sich Irrwitzer wieder beruhigt hatte, stellte sich die Gestalt vor. Habe ich das Vergnügen mit dem geheimen Zauberrat Professor Irrwitzer? Sie haben das Vergnügen und Sie sind? Mein Name ist Made. Maledictus Made, wenn Sie gestatten. Und was wollen Sie hier, Herr Maledictus Made? Ich komme im Auftrag Ihres Chefs, dem hochverehrten Minister der äußersten Finsternis. Er ist ausgesprochen unzufrieden mit Ihnen, weil Sie Ihre Vertragsverpflichtungen dieses Jahr nicht erfüllt haben. Herr Made zeigte ihm seine lange Liste. Sie haben bei weitem nicht genug Tierarten ausgerottet, nicht genug Flüsse, Seen und Meere vergiftet. Und den Menschen in Mikropolis keine Miseren modelliert. Aber bei allen schwarzen Löchern im Universum, das muss ich um einen... Ich versichere Ihnen, Professor Irrwitzer, der Minister macht niemals Fehler. Aber Elixier 92 ist so gut wie fertig und ich garantiere Ihnen, das ist das scheußlichste... Elixier 92 ist ein armseliger Aufguss für Armleuchter. Sie haben bis Mitternacht des verbleibenden Jahres einen fledermausfinsteren Fluch zu verfassen, der den Minister einigermaßen zufriedenstellt. Ich kehre Punkt Mitternacht zurück und erkundige mich nach Ihrem Fortschritt. Wenn Sie versagen, versichere ich, wird der Minister höchst selbst Ihnen einen Besuch abstatten und Ihrer tölpelhaften Tante dazu. Und Herr Made verschwand wieder im Nichts. Professor Irrwitzer taumelte zur Treppe und setzte sich auf eine Stufe. Was mache ich nur? Bei allen Tumoren und Torturen, was mache ich nur? Das Einzige, was mir noch helfen kann, ist das magische Pergament. Ich muss wohl meine Tante Tyrannia besuchen. Bei allen stinkenden Tinkturen, ich hasse Störungen. Irrwitzer ging nach oben. Maurizio hatte alles aus einem Versteck heraus beobachtet und schlich Irrwitzer hinterher. Belzebub Irrwitzer ging schimpfend in seine Bibliothek. Ganz egal, wer Sie sind, verschwinden Sie! Ich kaufe nichts! Ratzen, Fatzen, Platzen, Unverschämtheit, Sasser, Frasser, Krasser, Frechheit! Maurizio aber war neugierig, ging zur Tür und öffnete sie. Ein Windstoß fegte durch den Flur und ein etwas betagter Rabe trat herein. Ihr lasst euch aber auch Zeit, bis ihr aufmacht. Da kann man sich ja den Tod holen und eine Erkältung. Das ist ja eine schöne Begrüßung. Du komischer Vogel hast selbst keine Manieren. Wie bitte, du Jammerkater? Jammerkater nennst du mich jetzt? Hör mal zu, du Plapperschnabel. Plapperschnabel? Mein Name ist Jakob Krakel. Ich bin Maurizio Di Mauro. Ich stamme aus einem neapolitanischen Rittergeschlecht. Meine frühesten Vorfahren gehen bis auf Miauderich den Großen zurück. Mein Stammbaum lässt sich bis in die Renaissance zurückverfolgen. Und Venedig, wie du weißt, ist die Heimat aller großen Sänger.
Klingt mehr, als stammst du aus einem uralten Geschlecht stocktauber Frösche. Nimm das zurück, du elender Flederwisch. Und schon befanden sich beide in einer Rauferei, die im Labor von Irrwitze endete. Sohn, ich bin ein Rabe, du Flohwirst, und gib du dich lieber, sonst wick ich dir den Schmalz ab. Oh, bitte verzeih mir, Jakob Krakel. Tut mir auch leid. Ich will offen zu dir sein, Maurizio. Ich bin ein Spion vom Hohen Rat der Tiere, verstehst du? Meine Madame ist Tyrannia Vampel, die Tante von deinem Herrchen. Eine gemeine Hexe, die genau in diesem Moment hierher unterwegs ist. Aber ich bin doch auch ein Spion von Tante Noahs Hohem Rat der Tiere. Ganz genau. Deswegen bin ich ja hier. Wir sollen sie im Auge behalten. Du sagst, dein Frauchen kommt hierher? Ja. Dein Maestro und meine Madame sind schon allein schlimm genug, aber wenn sie sich zusammentun, wird's ziemlich finster für die Welt. Was meinst du damit? Die haben nichts Gutes im Sinn, meine ich damit. Das spüre ich in meinen alten Flügeln. Das Problem ist nur, dass ich nicht genau weiß, was sie im Schilde führen. Noch nicht. Mein Maestro, er darf dich hier nicht finden. Los, komm mit. Maurizio nahm Jakob an die Hand und führte ihn in sein Versteck. Ach, diese alte Nervensäge. Belzebub Irrwitzer wollte unter keinen Umständen mit seiner verhassten Tante Tyrannia zusammenarbeiten. Schnell packte er ein paar Sachen in einen Koffer und als er gerade seine Villa verlassen wollte, rutschte Tante Tyrannia durch den Kamin. Besuch ist da! Und weißt du auch wer? Dann schau doch mal her! Klingeling, klopf, klopf! Bubi, mein geliebter kleiner Neffe! Ich freue mich ja so unheimlich, dein fröhliches kleines Gesichtchen zu sehen! Ach du! Tante Tyrannia! Was hast du denn hier verloren? Nun, ich habe einfach Sehnsucht nach dir gehabt, mein teurer Neffe. Was glaubst du wohl, warum ich sonst in so einer grässlichen Nacht rausgehe? Genau das wundert mich auch, Tantchen. In so einer Nacht würdest du niemanden besuchen, schon gar nicht mich. Was willst du wirklich? Meinetwegen, ich bin ganz ehrlich. Das war schon die erste Lüge. Ich bin hier, um dir deine Hälfte des Pergaments abzukaufen. Ich brauche sie, um den Satan-Archäologin Jalko höllischen Wunschpunsch zu brauen. Ich zahle dir jeden Preis dafür, Bubi. Komm, komm, altes Mädchen. Ich weiß, dass du die andere Hälfte der magischen Schriftrolle hast. Aber meine Hälfte ist nicht zu verkaufen. Außerdem weiß ich, dass ein gewisser Herr Made dir heute ebenfalls einen kleinen Besuch abgestattet hat. War er etwa auch hier? Wieso auch? Ich habe noch andere Informationsmittelchen. Steckst du in Schwierigkeiten, Tantchen? Sei bitte nicht albern. Ich habe noch niemals in Schwierigkeiten gesteckt, Neffe. Also gib mir jetzt deine Hälfte des Pergaments. Und sag, was du dafür haben willst. Das Pergament ist leider weg. Ich hab's verloren. Lügner! Es ist bei einem Feuer verbrannt. Nein, nein, die Motten haben's gefressen. Lügner! Na gut, Bubi, ich erzähl dir die wahre Wahrheit. Oder ich möchte auf der Stelle vom Blitz erschlagen werden. Also Made hat mir gedroht, wenn ich nicht bis heute um Mitternacht meinen Vertrag erfüllt und die Welt mit bösen Flüchen vergiftet habe, wird mir der Minister der äußersten Finsternis persönlich einen Besuch abstatten. Voller Mitleid stürmte Irrwitzer auf seine Tante zu. Oh, Tantchen, ist das eine traurige Geschichte. Meinetwegen, ich leihe dir meine Hälfte des Pergaments, aber nur, wenn wir gemeinsam einen Wunschpunschfluch verbreiten. Und das Gold und die Juwelen nehme ich auch. Oh, danke dir, Bubi, danke, danke. Danke, danke, mein Schatz. Im großen Kessel wurde der Wunschpunsch gebraut und beide zogen ihre Hälfte des Pergaments hervor. Durch die Kraft von 66 umgekehrten Pentagrammen zeigen unecht oder echt sich Teile, die von Ganzen stammen. Formel aus der Zeit der Nacht. Bist du es, zeig deine Macht. Füg sie flugs und flink zusammen. Und das Donner, Blitz und Flammen. Achtung, fertig, Wunschpunsch. Kaum war der Zauberspruch gesprochen, fügten sich die beiden Hälften des Pergaments wie von Geisterhand zusammen. Pest und Cholera, Heulen und Gewimmer. Der
Wunschpunschfluch macht alles noch schlimmer. Und sagen wir es erstmal rückwärts auf, dann nimmt unser Fluch einen nach hinten Verlauf. Wenn wir in unserem Kessel rühren, wird die Welt Erschütterung spüren. Nur 7 Stunden müssen ohne Störfall vergehen, dann bleibt unser Fluch für immer bestehen. Pest und Cholera! Jakob, was sagen die denn da? Ich verstehe nichts bei dem ganzen Wind. Mächtigster Punsch aller magischen Wünsche, so höre uns an und erfülle unsere Wünsche. Zehntausende Bäume verwurzelt im Wald, wir verdorren und sterben, und zwar schon sehr bald. Alle Flüsse, Gewässer, die Luft auch auf Erden, sollen sterben, verdrecken und giftig jetzt werden. Werden jetzt giftig und verdrecken, sterben sollen. Erden auch Luft, die Gewässer, Flüsse alle. Bald wär schon zwar und sterben und verdorren sollen, bald im verwurzelt Bäume Zehntausende. Wünsche unsere erfüll und an uns höre so, Wünsche magischen aller Wunsch mächtig doch. Blitze stiegen aus dem Kessel gen Himmel. Der Fluch nahm seinen Lauf. Maurizio und Jakob überlegten, was zu tun sei. Das sieht gar nicht gut aus, Jakob. Furchterregend sogar. Und nur keine Panik. Wir konnten die Zauberer nicht hindern, den Fluch auszusprechen, aber wir können immer noch zu Tante Noah gehen. Dem Oberhaupt vom Hohen Rat der Tiere? Ja. Unser Auftrag war zwar nur, die beiden Bösewichte im Auge zu behalten, aber nun? Da wir ihr finsteres Tun nicht verhindern konnten, muss der Rat der Tiere handeln. Tante Noah kennt immer einen Ausweg. Komm mit! Maurizio und Jakob machten sich also auf den Weg zu Tante Noah. Als sie am Fluss vorbeikamen, erschrak Maurizio. Was ist denn mit dem Fluss passiert? Er ist vollkommen vergiftet und heute Morgen habe ich daraus noch kühles, klares Wasser getrunken. Da, sieh dir die Bäume an. Der Fluch der Zauberer muss sie umgebracht haben. Eine furchtbar dicke Luft ist das. Die ganze Welt geht vor die Hunde, wenn wir nicht was unternehmen, um diesen bösen Fluch zu brechen. Das ist wirklich eine Riesenschweinerei, die die beiden ausgehängt haben. Irrwitzer und sein Tantchen allerdings waren von ihrem Werk äußerst angetan. Ich glaube, unser böser Fluch funktioniert, Neffe. Ich hoffe nur, er ist finster genug, um diese widerliche Made zufriedenzustellen. Aber erzähl ihm nicht, dass ich dir geholfen habe. Ich will keinen Ärger mit ihm bekommen. Keine Bange, Bubi. In 6 Stunden wird der Fluch unumkehrbar sein. Und niemand kann etwas dagegen machen. Tante Noah war eine alte, liebenswürdige Schildkröte. Tante Noah, ich bin's, Jakob Krakel. Na sowas, hallo Jakob Krakel. Und was sehen meine entzündeten Augen? Der kleine Maurizio ist ja auch hier. Meine Güte, ihr seid ja kaum zu sehen bei der dicken Luft hier. Passt ihr beiden auch schön auf die Zauberer auf, wie ihr es geschworen habt? Deswegen kommen wir eigentlich zu dir, Tante Noah. Tyrannia und Beelzebub haben ihre beiden Hälften des Wunschpunschpergaments zusammengetan. Sie haben diese Umweltverschmutzung verursacht, an der die Welt zugrunde geht, wenn wir nichts unternehmen. Das ist der Tag, vor dem der Hohe Rat der Tiere sich immer gefürchtet hat, Jakob. Jetzt liegt es an euch beiden, den bösen Fluch zu stoppen. An uns? Wie sollen wir das anstellen? Mit einem weisen Rätselrat. Einem Rätselrat? Genau. Damit macht ihr dem Zauber ein Ende. Ihr findet die Lösung in gar luftigen Höhen, wo sich Engel und Teufel gegenüberstehen. Ja. Verderbt den Punsch im alten Jahr mit einem Glockenton aus dem neuen Jahr. Ich wünsche euch viel Glück, Jungs. Wir verlassen uns auf euch. Enttäuscht uns ja nicht. Die Luft wurde immer schlechter und man konnte nur noch schwer durchatmen. Maurizio und Jakob gingen durch die Straßen der Stadt. Jakob war tief in Gedanken versunken. Wie hat sie das gemeint? Wir finden die Lösung in gar luftigen Höhen, wo sich Engel und Teufel gegenüberstehen. Wie viel Zeit haben wir noch, Maurizio? 3 Stunden und 15 Minuten bis Mitternacht und dem Ende der Welt wahrscheinlich. Plötzlich brach ein Ast von einem Baum und drohte auf Jakob zu stürzen. Maurizio stieß ihn zur Seite. Hui, das war eben fast mein Ende. Da
Danke, Maurizio. An der alten Kathedrale löste sich eine Statue und fiel in die Tiefe. Sogar diese gehörnten Statuen halten die Luftverschmutzung nicht mehr aus. Engel und Teufel. Engel und Teufel. Das ist es, Maurizio. Das ist die Lösung. Ehrlich? Die Kathedrale. Ganz oben auf der Spitze. Engel und Teufel. Oh. Ihr findet die Lösung in gar luftigen Höhen, wo sich Engel und Teufel gegenüberstehen. Naja, aber was ist mit dem Rest des Rätsels? Ich habe keine Ahnung, aber in Kathedralen gibt es jedenfalls Glocken. Vielleicht müssen wir einfach die Glocken noch vor Mitternacht läuten und dann ist der Zauber gebrochen. Tante Tyrannia konnte kaum an sich halten, so erfreut war sie über die Wirkung des Fluches. Luft, die man nicht atmen kann. Wasser, das man nicht trinken kann. Schwäne, die nicht fliegen können. Bäume, die vor sich hinrotten. Ich glaube, Mada wird mehr als zufrieden sein. Denkst du nicht auch, Bubi? Oh ja, und ob er zufrieden sein wird, Tantchen. Moment mal, das ist ja unser Park. Jakob flog mit Maurizio auf seinem Rücken hoch zum Glockenturm. Wie ging das Rätsel weiter? Sie sagte, verderbt den Punsch im alten Jahr mit einem Glockenton aus dem neuen Jahr. Wir brauchen einen Glockenton aus dem neuen Jahr, um den Fluch zu brechen. Aus dem neuen Jahr? Aber das ist viel zu spät, Jakob. Wir müssen den Fluch unbedingt noch vor Mitternacht umkehren. Ich weiß, es ist völlig unmöglich. Jetzt ist noch das alte Jahr. Hitze. Ach, wir müssen die Zeit irgendwie überlisten. Auf einmal stand Sankt Silvester, ein entfernter Verwandter des Weihnachtsmannes, vor Jakob. Ah, ihr kleinen Lausebengel, ihr wollt mir wohl einen kleinen Streich spielen, was? Oh. Entschuldigen Sie bitte, aber wer sind Sie eigentlich? Sankt Silvester, wer sonst? Einmal im Jahr an meinem Namenstag komme ich hierher, um nach dem Rechten zu sehen. Denn alles in der Welt muss seine Ordnung haben. Das betrifft Raum und Zeit genauso wie das Ende des alten Jahres. Aber jetzt ist der falsche Zeitpunkt für einen Vortrag. Es ist nämlich meine Aufgabe, nachher das neue Jahr einzuläuten. Und kein anderer darf vor Mitternacht die Turmglocken anrühren. Jakob erzählte Sankt Silvester alles. Nicht mal in einem absoluten Notfall? Ein Notfall? Sie sehen also, wenn wir dem bösen Spuk nicht vor Mitternacht ein Ende machen, bleibt die Welt in finsterer Unordnung und zwar für immer. Tja. Ja, ja, ich verstehe, was ihr meint. Was sollen wir nur tun? Was sollen wir nur tun? Wartet, ich habe eine Idee, die euch vielleicht weiterhilft. Könnten Sie sich etwas beeilen? Es ist fast Mitternacht. Leicht klopfte Sankt Silvester gegen die Glocke und reichte Maurizio einen tiefgefrorenen Glockenton. Was ist das? Ihr wolltet doch einen Glockenton haben, oder? Tja, hier habt ihr einen Neujahrsglockenton. Jetzt könnt ihr diesen Punsch damit verderben. Danke, lieber Sankt Silvester. Jetzt müssen wir bloß noch zurück ins Labor und den Ton vor Mitternacht in den faulen Zaubertrank werfen. Aber wie sollen wir noch rechtzeitig nach Hause kommen? Uns bleibt nur eine Minute. Ihr beiden fliegt einfach mit dem Glockenton, dann werdet ihr schon in ein paar Sekunden zu Hause sein. Mhm. Ihr müsst euch die ganze Zeit nur gut aneinander festhalten. Oh. Im Namen von uns beiden möchte ich Ihnen tausendmal danken, lieber Sankt Silvester. Wir werden Sie bestimmt nicht enttäuschen. Es wird hoffentlich keiner merken, dass ein Ton im Neujahrsglockenkonzert fehlt. Hier gehen! Kürtchen. Ja! Und Jakob flog so schnell er nur konnte zur Villa Albtraum. Aber er war zu schnell und landete neben der Villa in einem Schneehaufen. Jakob, hast du dir was getan? Er hat einen Sprung, ist aber nicht zerbrochen. Wir können's noch schaffen, komm mit! Durch ein kleines Fenster schlichen die beiden in das Labor. Wir haben Glück, die Zauberer sind nicht da. Beeilen wir uns! Jakob wollte den Glockenton in den Kessel werfen, aber es klappte nicht. Worauf wartest du denn noch, Jakob? Wirf den Ton da rein! Oh, jetzt sehe ich, dein Schnabel ist ja völlig eingefroren. Sag das doch gleich. Das schaffen wir schon. Nur so Maurizio zog mit aller Kraft den Eiswürfel aus Jakobs Schnabel heraus und warf ihn in den Wunschpunsch. Deckung! Der Ton erklang im Kessel. Abermals fuhren Blitze in den Himmel und verteilten sich über die ganze Stadt. Die dicke Luft löste sich auf und die Menschen konnten wieder frei atmen. Dann endlich war es soweit. Sankt Silvester läutete das neue Jahr ein.
Irrwitzer und seine Tante aber jubelten zu früh. Bim, bam, bim, bam. Ja, was soll das? Keine Ahnung. Bubi, was ist denn plötzlich los? Weiß ich doch nicht. Der Fluch flucht nicht mehr. Jetzt wird mir Made wirklich den Garaus machen. Dir? Du hast nie gesagt, dass er auch bei dir war. Du hast auch nie gefragt. Dann ist es also deine Schuld, dass der Fluch versagt hat, du holzköpfiger Weihnachtsmann. Und glaub ja nicht, du kannst mein Gold und die Juwelen behalten, du verkalkter, verblödeter, verweichlichter Versager. Wir haben's geschafft. Wir haben die Welt gerettet. Weißt du was, Maurizio? Du bist gar nicht so übel. Für einen Kater. Und du bist auch gar nicht so schlecht für einen zauseligen Galgenvogel. Ja, da ist aber ein Teil der Geschichte, den du vergessen hast, Maurizio. Welchen denn? Wie wütend Made damals auf die Zauberer war. Meinetwegen behalt dein Gold und die Juwelen. Aber es war dein Fehler, Tante, nicht meiner. Der einzige Fehler, den ich gemacht habe, war eine Flasche wie dich, um Hilfe zu bitten. Darf ich euch unter Umständen kurz unterbrechen? Damit ihr in Zukunft eure Zauberpünsche zielsicherer vorbereiten könnt, darf ich verkünden, dass ihr verteufelten Versager es wirklich völlig verdient habt, für immer verbunden zu bleiben. Nein! Alles bloß das nicht! Du hast recht, Jakob, das war wirklich der beste Teil. Zumindest für uns. Wir wären sonst nie so dicke Freunde geworden. Und auch in dieser Neujahrsnacht läutete Sankt Silvester voller Freude die Glocken. Ja. An einem regnerischen und stürmischen Abend hatte es sich Maurizio auf Irrwitzers Schoß gemütlich gemacht. Irrwitzer saß in seinem Schaukelstuhl und las Maurizio ein Märchen vor. Zwischendurch bekam Maurizio hin und wieder ein Stückchen Schokolade. Es war einmal eine alte Geiß und die hatte 7 niedliche, propere Geißlein. Eines Tages musste die alte Geiß fort und sie warnte die 7 kleinen Geißlein in der Zeit, niemandem die Tür zu öffnen. Aber kaum, dass sie das Haus verlassen hatte, klopfte es an die Türe. Juhu, Bubilein! Stör nicht unsere Märchenstunde, Tantchen! Wo war ich? Oh ja. Eines der Geißlein dachte nicht an die Warnung der Mutter und öffnete die Tür. Und vor ihm stand plötzlich der böse, hungrige Wolf. Die Geschichte wird immer besser. Findest du nicht auch, Kätterchen? Der Wolf jagte sie durchs ganze Haus. Er erwischte 6 von dem Geißlein und verschluckte sie. Eines nach dem anderen. 1, 2, 3, 4, 5. Und 6. Aber das 7. Geißlein hob er sich für die schöne Prinzessin Tyrannia auf. Nein, so geht das überhaupt nicht, du Vielfraß. Jetzt hast du meinem kleinen Maurizio die Märchenstunde verdorben. Du lächerliches Relikt, das sind nicht die dämlichen Märchen, die ihm gefallen, sondern die Schokoladengeißlein.
Ehrlich gesagt gefällt mir beides. Nur diese ständigen Streitereien schlagen mir schwer auf den Magen. Ich dachte, du achtest auf deine Linie, mein pummeliger Freund. Und ob ich sie achte. Und umso achtbarer ist sie, wenn 6 kleine Geißlein drinstecken. Ach, ich liebe Geschichten mit einem guten Ende. Ich persönlich mache mir nichts aus Märchen. Wir Raben kommen in so vielen davon vor und hauptsächlich als verwunschene Prinzen. Keiner merkt dabei, dass wir in Wirklichkeit charmant, weise und überaus witzig sind. Ja, euch Raben könnte es wirklich nicht schaden, euer Ansehen etwas aufzupolieren. Soll ich die Imageberatung dafür übernehmen? Also, wenn du mich fragst, sind die einzigen Märchen, die zu lesen es sich lohnt, die über schöne Prinzessinnen, wie ich selbst eine bin. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? In diesem Moment schmolz der Spiegel wie ein Stückchen Butter in der Pfanne. Verdammt nochmal, wieso tut mir der Spiegel jedes Mal sowas an? Warum nimmst du es dem Spiegel übel, dass er vor dir Reis ausnimmt? Alle anderen tun das doch auch. Herr Maledictus Made erschien im Zimmer. Da muss ich Irrwitze ausnahmsweise recht geben, Sie eitle Egozentrikerin. Das ist ja Herr Made. Willkommen in unserer bescheidenen Behausung. Sie müssen ja halb verhungert sein nach Ihrer langen Reise. Möchten Sie ein paar Schokogeißlein? Ich zeig euch mal, was ich von euren Schokogeißlein halte. Durch einen Hitzeblick brachte er die Schokolade zum Schmelzen. Und jetzt erfahrt ihr, was ich von euren kindischen Märchen halte. Und das Märchenbuch ließ er auf Irrwitzers lange Nase fallen. Kennt ihr vielleicht die Geschichte von dem Hasen und dem Igel? Ein Hase fordert einen Igel zum Wettlauf heraus. Er glaubt natürlich, dass er ihn schlagen wird. Aber er verliert das Rennen, weil er hirnlos ist und einen kompletten Narren aus sich macht. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Herr Made verwandelte Tante Tyrannia in einen Esel. Wirklich gut gemacht, Herr Made. Ihre blöde Lache klingt sehr nach Geißlein, Irrwitzer, was mich direkt auf eine Idee bringt. Und Irrwitzer in einen Ziegenbock. Ihr taugt mehr zu einer Wolfsmahlzeit als zu Zauberern. Wisst ihr, was ich meine? An die Arbeit, ran an den Zauberspruch, aber hurtig! Kaum war Herr Made fort, verwandelten sich die beiden wieder zurück. Nur, dass Tyrannia die Eselsohren behielt und Irrwitzer die Hörner auf dem Kopf. Wie sehe ich jetzt aus mit diesen dämlichen Ohren? Und alles nur wegen deiner dusseligen Märchen! Meine Märchen sind mitnichten dusselig. Sie sind wie du! Uraltes, sinnloses Zeug, nur um kleinen Kindern Angst zu machen, das sind sie! Da irrst du dich aber ganz gewaltig, liebes Tantchen. Diese fantastischen Märchen geben mir die Transpiration zu dem besten Zauberspruch aller Zeiten. Was du da wieder herumfaselst? Wohin schleppst du mich denn? Ins Zauberlabor. Und gleich wirst du sehen, warum. Du bleibst schön hier, mein Käterchen. Und wenn du Hunger bekommst, dann frisst den Raben. Oh, Jakob, was haben unsere beiden Zauberer diesmal wieder vor? Nichts Gutes, befürchte ich. Wir müssen sofort hinterher. Noch werde ich mich mit einem verwunschenen Prinzen herumstreiten. Jakob, warte! Im Labor wurde sofort der Kessel heiß gemacht und ein neuer Wunschpunsch gebraut. So, der Satan-Archolygen-alkoholische Wunschpunsch ist fertig. Und jetzt verrat mir endlich deine brillante Idee für unseren Zauberfluch. Ich bin ganz Ohr. Das mit den Ohren, das kannst du laut sagen, Tante. Sag das nicht nochmal, du Hornvieh. Rück lieber deinen Plan raus. Der ist eigentlich simpel. Wir verhexen Mikropolis so, dass alle Märchenfiguren zum Leben erweckt werden. Und dann sehen wir zu, wie unsere Stadt von wilden Wölfen, gigantischen Riesen und Hexen überrannt wird. Riesen und wilde Wölfe? Und ganz böse Hexen? Oh, was für eine liebliche Idee! Was für eine garstig grausige Idee! Schnell! Wir sind den Kopf kurz los, wenn wir den Zauberspruch gesagt haben. Durch die Kraft von 66 umgekehrten Pentagrammen zeigen unecht oder echt sich Teile, die vom Ganzen stammen. Formel aus der Zeit der Nacht, bis du es zeigt deine Macht. Füg sie flugs und flink zusammen, unter Donner, Blitz und Flammen. Die Hälften des Pergaments fügten sich wieder zusammen und sie warfen sämtliche Märchenbücher in den Wunschpunsch. Was nur erfunden in Märchen alter Zeiten, wird zur Wirklichkeit der Wunsch bereiten. Ein Märchen lesen oder nur sehen, lässt Märchengestalten im Leben erstehen. Jetzt sagen wir es rückwärts auf, dann nimmt unser Fluch einen Offensbrennverlauf. Erstehen, Leben in Märchengestalten lässt,
sehen nur oder lesen Märchen ein. Bereit den Wunsch der Wirklichkeit zu wird, zeigt ein alter Märchen in erfunden nur was. Der Zauber war gesprochen und die Wunschpunschdämpfe schwebten hinaus und legten sich über die ganze Stadt. 7 Stunden erst einmal vergangen, bleibt unser Märchenzauber für immer verhangen. Jetzt ist der Zauber ausgesprochen. Und wenn er funktioniert? Armes Mikropolis. Der Bürgermeister von Mikropolis saß in seiner Amtsstube und sah sich im Fernsehen das Märchen vom Froschkönig an. Du meinst, du warst nicht schon immer ein Frosch? Nein, euer Hoheit. In Wirklichkeit bin ich von hohem Adel. Küss mich und ich verwandle mich in einen schönen Prinzen. Dieser Teil berührt mich immer zutiefst, so oft ich dieses Märchen auch gesehen habe. Aber bist du wirklich ein Prinz? Würde ein Frosch lügen? Und nun küss mich. Plötzlich saß der Frosch vor dem Bürgermeister und wollte von ihm geküsst werden. Küss mich, küss mich, küss mich, küss mich. Ich habe schon von 3-dimensionalen Filmen gehört, aber das ist zu viel. Bleib mir vom Leib! Und alle Leute, die vor dem Fernseher saßen und sich das Märchen ansahen, wurden von Fröschen verfolgt, die geküsst werden wollten. Auch Tante Tyrannia wurde von so einem Frosch genötigt. Das war unser Märchenfilm, der Froschkönig. Wie scheint, Tantchen, ist der Erfolg unseres Zauberspruches geradezu sprunghaft. Der Frosch sprang auf Irrwitzers Nase. Au, was soll das? Oh nein, ist das ekelig. Maurizio, alter Freund, ich hatte so gehofft, dass es nicht wahr wird. Aber es scheint, dieser Zauberfluch erweckt die Märchenfiguren wirklich zum Leben. Und mit diesen Märchenfiguren ist auch bestimmt nicht zu spaßen. Wir müssen sofort in den Zoo und mit Tante Noah sprechen. Na, was sagst du, Tantchen? Nun wirst du zugeben müssen, mein böser Zauber ist schlicht und einfach grandios. Was soll an einem küssenden Frosch böse sein? Wir sollten ein anderes Märchen testen. Vielleicht passiert dann wirklich was Böses. Aber nein, das können wir nun nicht mehr. Hast du vergessen, dass wir meine ganze Märchenbuchsammlung in den Wunschpunsch geworfen haben? Na, du wirst doch wohl ein paar Märchen auswendig können. Also benutze endlich dein Erbsengehirn und denke nach. Warte, da gibt es eines, das kann ich in- und auswendig. Meine Mami hat es mir immer erzählt, als Was sitzt du da noch rum und schwatzt dummes Zeug? Erzähl es laut! Also schön, es geht so. Es war einmal ein Schneiderlein, das war sehr, sehr tapfer. Es hat geklappt, ihr Witzerchen. Da steht tatsächlich ein süßer kleiner Schneider. Nein, es hat ja wirklich funktioniert. Oh, ist der aber niedlich. Du wirst viel Spaß damit haben, mir ein schickes Kostüm nach dem anderen zu nähen. Warte, die Geschichte geht ja noch weiter. Es kommt darin ein Einhorn vor, ein Wildschwein und 2 Riesen. Wow. Hallo, Hallöchen, ihr 2 beiden Prachtburschen. Bubi, du fängst an, dich selbst zu übertreffen. Fang schon mal an mit Nähen. Ich brauche ein paar Figuren, schmeichelnde Kleider, um meine neuen Bekannten zu beeindrucken. Unterwegs kamen Maurizio und Jakob am Haus der Kuschels vorbei und fanden es ziemlich verändert vor. Was geht denn hier vor sich? Das Haus der Kuschels sieht aus wie aus einem Märchen. Oh je, es ist in ein Pfefferkuchenhaus mit Zuckerguss verwandelt worden. Yam, yam, das nenne ich wirklich eine geschmackvolle Hausverschönerung. Verschönerung? Bist du nicht gescheit? Das ist das Haus der bösen Hexe aus dem Märchen Hänsel und Gretel. Wer sind Hänsel und Gretel? Das waren zwar außerordentlich nette Kinder, sie waren Bruder und Schwester, so ähnlich wie Karl und Coco. Und tatsächlich, Karl und Coco wurden von einer bösen Hexe bedroht. Du sollst uns endlich in Frieden lassen, du grässliche alte Hexe. Ja, geh weg. Sie haben bestimmt gerade Hänsel und Gretel gelesen. Komm schon, Kinder, ich will euch meinen schönen neuen Ofen zeigen. Oh nein! In dem Märchen will die böse Hexe die beiden Kinder in den Ofen stecken. Komm, komm! Ich will nach Hause! Ich will hier weg! Hey, ihr braucht gar nicht versuchen, mir wegzulaufen, meine Süßen! Ihr entkommt mir niemals! Die armen Kinder! Jetzt sitzen sie in der Falle. Während die Kinder von der Hexe gejagt wurden, versuchte Jakob ins Haus zu kommen. Ich krieg's nicht. Auf! Warte, ich weiß einen viel leckereren Weg nach drinnen. Maurizio krallte sich an der Hauswand fest und fraß sich durch die Wand, die aus Lebkuchen bestand, hindurch. Es war eine ziemlich leckere Angelegenheit. Die Kinder entdeckten das Loch und konnten der Hexe entwischen.
Schnell, Coco, durch das Loch! Lauf, Karl, ich bin hinter dir! Manchmal kann Verfressenheit direkt nützlich sein. Hau ab, Maurizio! Hier wohnt eine Hexe im Haus. Die Hexe aber stieg auf ihren Besen und flog den Kindern hinterher. Komm zurück, ihr leckeren Kinderchen. Ich werde euch in eine köstliche Marinade tunken. Schnell, Maurizio, die Zeit wird knapp. Aber müssen wir nicht erst Karl und Coco helfen? Im Märchen steht, dass sie es schaffen, die Hexe auszutricksen. Aber um allen zu helfen, müssen wir den Zauber rückgängig machen. Und dafür haben wir nur noch 5 Stunden. Im Wald trafen die beiden das Rotkäppchen. Pass auf, Rotkäppchen! Der große böse Wolf hat sich hinter einem Baum versteckt und will dich fressen! Katzenclever, Maurizio! Komm, weiter! Oh nein, es ist unglaublich, Jakob. Die Stadt sieht aus, als wäre ein ganzes Märchenbuch zum Leben erwacht. Als Maurizio und Jakob im Zoo ankamen, gaben die Bremer Stadtmusikanten gerade ein Konzert. Tante Noah hörte begeistert zu. Tante Noah, die Zauberer haben die ganze Stadt verwandelt und... Seht ihr nicht, dass wir diesen wunderbaren Musikanten lauschen? Die coolen Jungs haben wirklich was auf dem Kasten. Aber da draußen sind lauter Märchen lebendig und die... Lebendige Märchen? Was für Märchen sind das? Bravo, bravo, bravo. Willst du etwas sagen, das ist normal? Selbst deine Musiker sind aus einem Märchen entflohen. Also deshalb war alles voller Elfen und Trolle bei uns im Zoo. Ganz abgesehen von den Fröschen, die immer geküsst werden wollten. Und die vielen Wölfe. Tante Noah, du musst wieder helfen. Wir brauchen einen Rätselrat, um den Fluch zu stoppen. Wirklich? Ist doch jammerschade, auf diese coolen Jungs und ihre heiße Musik zu verzichten. Und ich liebe Märchen doch so. Aber ich finde natürlich auch, dass wir Trolle und Drachen hier nicht einfach so frei herumlaufen lassen können. Wollen mal sehen. Ich erinnere mich da an ein Rätsel. Wie ging das doch gleich? Und schon weiß ich es wieder. Hört, auf den Seiten eines Buches, da beginne eure Suche. Findet den Zauberer von dem Haus und spielt das Spiel von Katz und Maus. Ist das Märchen richtig gewählt, der Zauber in ein Nichts zerfällt. Da müssen wir in einem Buch nachlesen, Maurizio. Auf in die Bibliothek! Aber was für ein Buch suchen wir? Eins, wo ein Zauberer drin vorkommt, natürlich. In der großen Stadtbibliothek suchte Jakob im Computer nach diversen Buchtiteln. Der Zauberer von heute, Zauberer und Drachen, Zauber dir ein Weihnachtsfest. Ach, so viele Bücher über Zauberer. Oh, alle ausgeliehen von Belzebub Irwitzer. Und nie wieder zurückgegeben. Abgesehen von... Der Zauberer von Oz? Vielleicht ist es gerade das Buch, das wir finden müssen. Jakob, sieh mal, ein Buch mit meinem Lieblingsmärchen. Es war einmal vor langer Zeit. Wirklich, Maurizio, wir haben jetzt keine Zeit, Märchen vorzulesen. Märchen vorlesen? Nein, sprich es nicht aus. Was soll ich nicht aussprechen? 3 kleine Schweinchen? Zu spät. Sieh, was du getan hast. Im Wald sein ist schön, ist der Wolf dort nicht zu sehen. Wär der Wolf doch im Wald, wären sein Fraß wir bald. Wo seid ihr? Kommt doch spielen, das wird lustig. So was, stell dir mal vor, ich hätte gesagt, es war einmal ein großer böser Wolf. Der große böse Wolf stand auf einmal mitten im Raum. Die Schweinchen ergriffen sofort die Flucht. Ich huste und ich puste und ich puste hier alles zusammen. Ein regelrechter Wirbelsturm brauste durch die Bibliothek und verwüstete alles. Es tut mir leid, Jakob. Das ist ein verzwickter Fluch. Es ist meine Schuld, wenn wir so schnell nicht das richtige Buch finden. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen, mein Freund. Das ist der Zauberer von Oz. Dein Talent hat uns genau das richtige Buch beschert. Hier ist die Stelle, die wir brauchen. Und so gingen sie zum Smaragdpalast, um den Zauberer von Oz zu finden. Wer wagt es, mich zu stören? Oh,
Ich war's nicht. Er war's. Bitte um Vergebung, großer Zauberer, aber wir brauchen Ihre Hilfe, um einen schrecklich bösen Zauber umzukehren. Ich bin der größte Zauberer. Ich weiß alles und sehe alles und ich sehe, ihr zwei habt alles vermasselt. Vermasselt? Wieso denn? Ihr habt den falschen Zauberer gefunden. Findet den Zauberer von dem Haus und spielt das Spiel von Katz und Maus. Na klar, wie konnte ich nur so dumm sein? Wir müssen sofort zur Villa Albtraum. Der Zauberer von dem Haus ist Irrwitzer oder Tyrannia. Entschuldigen Sie vielmals die Störung, Herr Oss. Und herzlichen Dank für die Hilfe. Man sieht sich bestimmt mal wieder, nicht wahr, Jakob? Nee, doch lieber nicht. Nun komm schon, Maurizio. In der Villa Albtraum angekommen, machten sich die Freunde sofort auf die Suche. Aber selbst wenn wir Irrwitzer finden, das Rätsel sagt, wir brauchen ein Märchen für ihn. Wo kriegen wir nur ein Märchenbuch her? Er hat sie alle in den Wunschpunsch geworfen. Ich weiß, ich weiß. Warte, nicht alle. Es gibt noch eins. Erinnerst du dich, welche Geschichte er dir heute Morgen vorgelesen hat? Die mit den Schokoladengeißlein? Oh ja, und wie? Das Buch liegt in Irrwitzers Schlafzimmer. Und wenn darin ein Märchen von Katze und Maus steht, haben wir gewonnen. Schnell, Maurizio! Belzebub Irrwitzer hing an einem Kronleuchter, um sich vor den Attacken des Einhorns zu schützen. Immer wieder piekste es sein spitzes Horn in seinen Hintern. Autsch! Hör sofort auf damit! Du bist ein friedliches Fabelwesen, hast du das vergessen? Autsch! Autsch! Was stehst du da mit dem Verbandszeug rum wie ein Denkmal? Verbinde ihn das Horn, es ist nämlich scharf! Autsch! Autsch! Irrwitzer war abgelenkt und bemerkte Maurizio und Jakob gar nicht. Ja, das ist es! Aber woher sollen wir wissen, welches Märchen? Wir haben nur noch ein paar Minuten, Jakob. Katze und Maus, Maurizio, Katze und Maus. Ah, hier ist es. Jetzt aber schnell. Es war einmal eine kleine, tapfere, kluge Katze, die hieß der gestiefelte Kater. Er hatte eine Feder am Hut und die schönsten roten Stiefel im ganzen Land. Wahnsinn, toll das Outfit. Es war ein schönes Land, aber leider gab es da einen bösen Zauberer. Und so beschloss der Kater, ihm einen listigen Streich zu spielen, um ihn aus dem Königreich zu verbannen. Für immer und ewig. Jetzt befand sich Maurizio in der Rolle des gestiefelten Katers. Es heißt, du wärst ein mächtiger Zauberer und könntest dich sogar in das größte Tier verwandeln, das man sich vorstellen kann. Und ob ich das kann, ist doch kinderleicht. Irrwitzer verwandelte sich in einen Elefanten. Das ist sehr beeindruckend, in der Tat. Aber sag mal, oh ruhmreicher Zauberer, kannst du dich auch in ein richtig klitzekleines Tier verwandeln, wie etwa eine Maus? Ha, dazu muss ich nur mit dem Finger schnipsen. Pass auf! Und aus dem Elefanten wurde ein klitzekleines Mäuschen. Haha, jetzt habe ich dich! Als Maurizio die Maus packte, war der Zauber gebrochen. Ah, genau gerade recht. Bubi, was hast du mit meinen großen, starken, schönen Verehrern gemacht? Gut gemacht, Katerchen. Maurizio. Das war... Oh, du oberdämlicher Trottel! Er hat wieder einmal kläglich versagt, dein Zauber! Auch Herr Made ließ nicht lange auf sich warten. Genug, ihr seid beide Versager! Ich fürchte, wenn es darum geht, einen ordentlichen Märchenzauber auszusprechen, dann muss ich das wohl übernehmen. Er verwandelte beide in Hase und Igel. Hase, Igel, auf die Plätze, fertig, los! Und nun mussten sie ohne Unterlass gegeneinander rennen. Ich gewinne! Von wegen, ich gewinne! Nein, ich! Nein, ich! Solange unsere Herrchen mit Frühsport beschäftigt sind, könntest du mir doch den ganzen gestiefelten Kater vorlesen, von Anfang an. Aber nicht so schnell, eine gute Geschichte muss genossen werden. Gerne, Maurizio. Es war einmal eine tapfere und mutige Katze, die hieß der gestiefelte Kater. Ach, selbst ohne Schokoladenbelohnung ist diese Geschichte köstlich. Zwei Runden habe ich gewonnen. Da hörst du nicht, mein Zuckerhase. Er hatte eine Feder am Hut und die schönsten roten Stiefel im ganzen Land.